Was geht ab, Freunde? Bevor das Video startet, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache für meinen Partner M4G. Es gab ja einen dicken Restock, fast wieder alles ausverkauft, ist wirklich insane. Es gibt aktuell noch Wassermelone, mein Favorite-Geschmack. I don't know, warum alles ausverkauft ist, außer Wassermelone, keine Ahnung. Cherry Berry, auch einer meiner Favorites. Ice Peach, finde ich ganz nice, aber trinke ich nicht zu oft. Also, falls ihr zuschlagen wollt, xTheSolution5, Rabattcode zum Sparen und zum Supporten. Wie gesagt, Wassermelone macht ihr nichts verkehrt mit. Würde ich meine Hand für das Feuer legen. Cherryberry auch sehr, sehr strong. Falls ihr auschecken wollt, Link in der Beschreibung. Gerne auschecken. Denkt an den Rabattcode. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Kuss, kuss, kuss. Was geht ab, Freunde? Liebe Solution React Zuschauer, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid noch nicht alle durchgezogen. Keine Pause. Nicht perfekt durchgezogen bis jetzt. Wir haben gut durchgezogen. Jetzt wieder kleine Pause. Es geht aber jetzt bald wieder los. Wir starten heute mit einem Video von Kein Konzept rein. Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag aktiv, Digga, falls ihr noch am Start seid und euch auf neue Videos freut. Ich habe es seit letzter Zeit nicht so gefühlt, to be honest, im Stream zu reacten. Das ist ja auch für mich nicht so mein Hauptcontent und ich wollte mich ja nicht auf Krampf dazu quälen. So. Ich denke, das können vielleicht einige verstehen, bestimmt nicht alle. Sorry, wir probieren jetzt wieder Gas zu geben auf dem Kanal. Gut, so viel dazu. Trimax liegt seine Einnahmen, Twitch am Limit. Digga, die Bewertung, die Subs, die Klicks. Das ist ein nasty Video. Ich call es jetzt schon. Kein Konzept, legendär und die allein das Intro schon. Das ist Twitch am Limit. Und denkt dran, wer mich besuchen will, ich hab High Ground. Ich bin oben. Das heißt, ihr habt gar keine Chance abzuhauen. It's over, Anakin! Ich hab High Ground. You underestimate my power. Don't try it. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Oh. Dankeschön. Ich hab dir was ganz Schönes. Ich hab damals echt sehr, sehr aktiv, muss ich zugeben, Blinktag und Nacht geschaut. Irgendwann wurde es mir ja zu dämlich so, aber zu der Zeit, wo auch Jan am Start war, also Carlos zum Zeitpunkt, habe ich halt damals echt gefühlt. Da habe ich ja, ja jeden Tag reingeschaut. Sag ich so, wie es ist. Das organisiert. Oh, und zwar echt? Habe ich dir hier dieses Priel Kraftgel organisiert. Oh. Findest du schön? Ich habe das extra für dich so gravieren lassen, hier mit unseren K plus D habe ich hingeschrieben. Oh, sweet. Da würde ich aber auch weinen. Was ist? Freust du dich, weißt du, weil du dich freust, oder? Mann, du weißt doch, dass ich nicht den blauen Priel mag! Wir können es umtauschen. Oh, wir können Mann. Es umtauschen, Bro. Ich hab's dir schon so oft gesagt! Aber schau mal, das ist doch richtig schön hier. Das nein! Wie? Ich mag das Blaue nicht! Komm mal her, komm mal her. Geh weg! Das wisst ihr, warum schon. Ich das so gut kann? Mr. Mast. Weil ich das immer auf Kindergeburtstagen mache. Stolze Masse, oh. Naja. Und ihr bereitet euch für dieses Date vor und ihr greift zu einem Duft und dieser da würde ich auch mal gerne am Start sein, aber wird niemals passieren, weil ich zu wenig Fame habe, man kennt mich. Folgendermaßen. Falls es nach Zigarette riechen sollte, ich war gerade noch mit Memo und Marcel in einem Raum. Ey, Sascha heute auch wieder getroffen. Sascha, so, so sympathisch, den mag ich so gerne, Mann. Der ist so sympathisch, ganz, ganz krank. So ein guter Junge. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Spanier an ihr gearbeitet hat. Gucken TV immer unter Gürtellinie. Also wie der Spanier, der war ja auch unter der Gürtellinie. Was? Ja. Oh. Ja, gerade das übelst entspannt. Und Chat, es leckt nicht mehr. Ich bin so glücklich, ja. Es hat für meinen Kopf keinen Mehrwert, dass ich mir diese Scheiße merke. Punkt. So. Und weswegen ich das jetzt erzähle. Oh, der Brainlag. Jetzt habe ich es vergessen. Wie bin ich denn überhaupt drauf gekommen? Ja, moin. Scheiße. Der Brainlag. Digga, dieser Scheißstuhl! Oh, die Displays! Ja, Masso! Frage 4. Hast du in der letzten Woche irgendwelche Drogen genommen? Nee. So ein... Es wird so ein geiles Brite! Amana, komm, hier war ich doch schon drin. Ach, geh zur Seite! Nico-Maschine einfach. Also ich möchte das nicht mögen, wenn eine Frau zum Beispiel untenrum behaart ist oder so. Gar nicht meins. Muss unten aussehen wie 5 Jahre. Ja, Spaß. Oh mein Gott. Help.
Holy shit, Pain. Okay. Chat. I see. Ich glaube, Janis macht was ganz, ganz Versautes. Ich glaube, er denkt, er ist muted. Ich glaube. Oh nein. No. Du fährst so schnell. 30 bis 50 bei Nico. Kevin war 80 bis 100, Nico 30 bis 50 und Danny 2. Wir hatten ja, es sind halt auch, es ist halt auch so, da muss man noch einmal. Auch heute zum ersten Mal Max getroffen. Auch sehr sympathisch. Und er ist echt schon ein Tier. Da müssen wir ein einzelnes Video nochmal drüber machen, oder? Ja, du kannst ja grob sagen. Also hier, es haben 64% haben gesagt, mehr als 150.000. Und das stimmt. Batz auf die Waage, machen Paramid. Hey, Großunternehmer, Achi, so wie Bill Gates. Joey's Jungle kenne ich auch nicht. Und Tom Murray kenne ich auch nicht. Doch, kennt man auch. Läuft nicht. Digga, ich kenne keinen und ich kenne mehr als du. Hier oben geiles für euch. Schreibt mal rein, Eisenchat, wenn es neu ist. Oh, Skateboard gibt's immer. Immer gefährlich. Ich hatte das Gefühl, ich baue gleich die Serie von damals, Scars oder so, ganz, ganz heftig. Moment, Unfall. Weil in Neukölln, ich sag euch, die fahren hier wirklich wie in Litauen. Neukölln? Ich dachte, die pimmelt in Berlin. Gute Frage. Oh. Ja, aber wie hast du da eigentlich letztens beim Boxen geschreddert, Henki? Gut, ne? Was hast du da gemacht? Vor allem, er ist einfach 15 Kilo schwerer und wiegt 20 Kilo mehr. No, der Nachtritt. Ah, was? Ja, moin, warte. Vor allem, er ist einfach 15 Kilo schwerer und wiegt 20 Kilo mehr. Wir wollen gar nicht an. Oh yeah, baby! Help me! Kann man rein theoretisch durch seinen Arsch Wasser zu sich nehmen? Also ich weiß, dass da halt quasi, dass man Dinge, also man kann zum Beispiel Wodka in seinen Arsch kippen und dann wird man betrunken. Hat mal eine Ex-Freundin von meinem Bruder ausgetestet, Real Talk. Sogar mit einem Tampon. Tampon so in Wodka und dann mäßig. Aber kann man auch... War sehr breit danach, Lul. Wasser aufnehmen? Und zwar würde ich gerne... Warum findet man Afrika nicht? Yay! Oh. Hat man es gehört? Ich glaube, hier hat jemand geklopft. Das war im Video. Ach, lol, das war im Video, ey. Oh mein Gott. Ich dachte gerade... Oh mein Gott. Ja. Gut. Ey, lass mir das. Das war vom Video, ne? Digga, ich wurde gerade übelst Hoffs genommen. Das ist gottlos. Fuck! Oh mein Gott. Ja, ja. Junge, hab ich mich erschrocken. Das ist so gottlos. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so gutes Video, Mann. Ein, zwei Dinger fand ich ein bisschen, bisschen belastend, so, aber gutes Video. Schon gefeiert. Chat, das war's. Wahrscheinlich Chat. Freunde, das war's. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Lasst ein Hashtag aktiv in den Kommentaren da, falls ihr euch wollt, dass es weitergeht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Upload. Kuss, Kuss, Kuss. Macht's gut. Liebe.